Moin, moin und heidiho, ihr Lieben. Herzlich willkommen zurück bei Edna bricht aus. Wir befinden uns hier in Dr. Marcells Büro, wunderschön dekoriert mit der jüngst erlernten Unterschrift vom Doktor. Und was wir am Ende der letzten Folge gemacht haben, wir haben hier die Unterschrift von Dr. Marcell auf das Formular für die Gruppentherapie gelegt. Und damit wollen wir jetzt auch einmal fix zur Gruppentherapie gehen. So, und wir können doch hier bestimmt noch ein bisschen dieses Bild von Dr. Marcell weiter verfeinern. Sieht mir noch zu gut aus. Ah. Da, da, da. Nee, Quatsch. Blödsinn. Okay. Sehr interessant, Herr Pokey. Und diese Raumobjekte-Interaktion, von denen Sie da sprachen, sind die auch gerade jetzt hier in diesem Raum? Hören Sie mir überhaupt zu? Selbst wir, wie wir hier sitzen, sind nichts weiter als... Warten Sie einen Augenblick. Ja, bitte? Was wollen Sie? Kommen Sie doch bitte näher. Das hier ist die Gruppentherapie für Spieleprogrammierer. Wenn Sie keine unterzeichnete Anmeldung haben, können Sie nicht teilnehmen. Ich habe eine unterschriebene Anmeldung. Sehr gut. Setzen Sie sich bitte zu den anderen, ja? So, wenn wir dann soweit sind, möchten Sie denn als neues Mitglied der Runde beginnen? Ich würde mir lieber erst einmal ansehen, wie das hier abläuft. Na gut, dann machen wir doch besser da weiter, wo wir aufgehört haben. Pokey, stellen Sie sich nochmal vor. Ja, na gut. Also, ich bin Pokey und ich war so wahnsinnig zu glauben, ich könnte ein Computer-Adventure-Spiel in nur wenigen Monaten mit nur einer Handvoll Mithelfern programmieren und gleichzeitig noch die über 100 Hintergründe zeichnen und alle Animationen und in der Zeit noch meine Diplomarbeit schreiben. Ich verstehe. Erzählen Sie doch bitte eine Anekdote aus Ihrer Jugend. Ich wurde beim Sportunterricht immer als Vorletzter ausgewählt. Als Vorletzter? Sehr interessant. Nächste Frage. Was hätte Ihr Haustier für eine Farbe gehabt, wenn es ein Huhn gewesen wäre? Ocker. Ocker? So, so. Der Fall ist klar. Sie leiden unter Größenwahn. Puh. Danke. Ich glaube, jetzt bin ich geheilt. Was? Das soll die Therapie sein? Probier es aus. Es hilft ungemein. Wären wir dann soweit? Was ich? Ja, meinetwegen. Dann stellen Sie sich doch bitte einmal der Gruppe vor. Wenn's sein muss... Hallo, Gruppe. Also... Oh, ja, jetzt kommt hier gerade ein anderes Problem. Normalerweise, als ich das letztes Mal... Ich hatte ja erzählt, dass ich schon eigentlich die Aufnahme gemacht habe. Da hatte ich hier sämtliche, von denen ich die Akten gelesen habe, aufgeführt. Jetzt natürlich nicht. Okay. Aber was mir gerade auffällt, hier, dieser Fuzzi hier... Das ist doch einer der Mitarbeiter. Egal, machen wir erstmal das hier weiter. Ich bin Edna Konrad. Ja, ich verstehe. Erzählen Sie doch bitte eine Anekdote aus Ihrer Jugend. Ich wurde immer im Keller eingesperrt. Im Keller? Ich verstehe. Kommen wir zur nächsten Frage. Was für eine Farbe hätte Ihr Haustier, wenn es ein Rettich gewesen wäre? Eierschale? Eierschale. So, so. Der Fall ist klar. Sie erzählen mir die ganze Zeit nur Märchen.
Wenn sie nicht mitarbeiten, kann ich sie auch nicht therapieren. Die sollten jetzt lieber gehen. Okay, Ha, wer braucht die schon? So, ich werde jetzt nochmal in den Keller gehen und mir die Akten durchlesen. Ihr habt das ja eigentlich schon mitgekriegt, deswegen werde ich das jetzt an der Stelle skippen. Ich werde das rausschneiden und und ihr werdet das wahrscheinlich kaum mitkriegen, weil es ist weggeschnitten. So, da sind wir wieder. Ich hatte jetzt nochmal die Akten nachgelesen und dann gehen wir mal wieder rein, ne? Weil wir wollen ja wissen, was das Problem von König Adrian ist. Und ihr erinnert euch, also vielleicht habt ihr ja nochmal in die Folge reingeschaut, es ist sinnvoll, sich das, was in den Akten steht, aufzuschreiben, weil ich kann es mir nicht merken. Zeilen. Alleine im ersten Akt. Was habe ich mir nur dabei gedacht? Sehr interessant, Herr Poki. Aber warten Sie einen Augenblick. Ja, bitte? Was wollen Sie jetzt schon wieder? Wollen Sie sich noch einmal zu uns setzen? Jo. Darum bin ich hier. Sehr gut. Setzen Sie sich dann bitte wieder zu den anderen, ja? Wären Sie doch bitte so freundlich, sich noch einmal vorzustellen. Was denn? Noch einmal? Na gut. So, wir wollen König Adrian therapieren. Wobei, nee, ich möchte wissen, was mit Trockelbecher ist. Trockelbecher. Ich verstehe. Erzählen Sie doch bitte eine Anekdote aus Ihrer Jugend. Trockelbecher wurde als Dritter gewählt. Ich wurde beim Sportunterricht immer als Drittes ausgewählt. Als Drittes? Ich verstehe. Kommen wir zur nächsten Frage. Was für eine Farbe hätte Ihr Haustier, wenn es ein Goldfisch gewesen wäre? So, Goldfisch. Den hatte zwar Peter, aber der war blau. Blau? Blau. So, so. Der Fall ist klar. Mit Ihnen ist gar nichts verkehrt. Eine leichte Sprachstörung und die Angewohnheit, Sofakissen auf dem Kopf zu balancieren, machen Sie noch lange nicht zu einem Verrückten. Sie sind nicht anders als die anderen. Behalten Sie das im Kopf. Das war's, Sie sind geheilt. Sie können gehen. Oh, ich bin baff. Harvey, bist du noch da? Keine Sorge, Edna. Mich wirst du nicht los. Ich würde jetzt trotzdem als nächstes Adrian machen. Wenn es euch interessiert, was ihre Diagnose zum Bienenmann und zu Peter und Roti sind, dann schreibt es doch mal in die Kommentare, dann werde ich bei nächster Gelegenheit, sprich, wenn ich dann wieder Aufnahmen mache, ich mache immer gut so 3 Stück auf einmal, wenn es klappt natürlich, dann gehe ich gerne nochmal für euch in die Therapie und schaue mir auch die Probleme von den anderen an. Jetzt würde ich aber tatsächlich mich um König Adrian kümmern wollen. 30.000 Zeilen. Alleine im ersten Akt. Was habe ich mir nur dabei gedacht? Sehr interessant, Herr Poki. Aber warten Sie einen Augenblick. Ja, bitte? Was wollen Sie jetzt schon wieder? Wollen Sie sich noch einmal zu uns setzen? Darum bin ich hier. Sehr gut. Setzen Sie sich dann bitte wieder zu den anderen, ja? Da wären Sie doch bitte so freundlich, sich noch einmal vorzustellen. Was denn? Noch einmal? Na gut. So, genau. Wir wollten König Adrian haben. Ich bin Adrian, König des Aufenthaltsraums. Ich verstehe. Erzählen Sie doch bitte eine Anekdote aus Ihrer Jugend. Adrian wurde als Zweiter beim Sport gewählt. Ich wurde beim Sportunterricht immer als Zweites ausgewählt. Als Zweites? Ich verstehe. Kommen wir zur nächsten Frage. Was für eine Farbe hätte Ihr Haustier, wenn es ein Hund gewesen wäre? Übrigens, ich finde dieses, ich weiß nicht, das fand ich irgendwie immer ziemlich gemein beim Sportunterricht, wenn man als Schüler irgendwie selber Gruppen wählen durfte. Einmal, weil man selber nicht wusste, wen man wählen sollte, und wenn man ausgewählt wurde, war immer dieses blöde Gefühl, wenn man nicht ausgewählt wurde, sondern immer der Letzte war. Also dadurch, dass ich relativ gut im Sport war, ist mir das tatsächlich relativ selten passiert, auch wenn ich nicht unbedingt eine der beliebtesten war. Eine Freundin von mir zum Beispiel, die nicht so sportlich war, die ist immer als Letztes, Vorletztes oder so gewählt worden, und ich habe mich damit
ihr auch mal drüber unterhalten. Es hat sie wirklich furchtbar, also es war immer eine Tortur für sie, wenn die Schüler selber eine Mannschaft gewählt haben, weil sie wusste, dass sie immer mit als Letztes übrig bleibt. Also es ist eigentlich wirklich eine blöde Sache, wenn irgendein Grundschullehrer zuguckt, weil ich glaube, das wurde tatsächlich hauptsächlich in der Grundschule gemacht, wenn ich mich erinnere. Macht das bitte nicht. Teilt eure Kinder selber ein oder macht das per Zufallsprinzip oder sonst irgendwas. Das ist nämlich ein echt beschiss... oder... wenn ihr Gruppenleiter beim Turnen oder sowas seid, das kann ja auch sein. Bitte, bitte, das ist nämlich echt blöd für Kinder, wenn sie nicht gewählt werden. Scheiße, jetzt habe ich nicht aufgepasst. Scheiße, was war denn das jetzt für ein Tier? War es jetzt der Hund? Ich glaube, es war der Hund. Jetzt habe ich zu viel gelabert. Scheiße, ich glaube, ich nehme mal grün. 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 So, so. Der Fall ist klar. Sie wurden zweimal hintereinander vom selben Tier richtig getroffen. Sie müssen überall und immer die Oberhand haben. Und dieser Wunsch sitzt so tief, dass Ihr Unterbewusstsein eine Art präkognitive Fähigkeit entwickelt hat. Lassen Sie es ruhig angehen. Nicht alles muss Ihrer Kontrolle unterliegen. Blitze gehören dazu. Deswegen müssen Sie sich nicht gleich unsicher oder hilflos fühlen. Das war's, Sie sind geheilt. Sie können gehen. Also wenn das so einfach wäre. Ich bin baff. Harvey, bist du noch da? Keine Sorge, Edna. Mich wirst du nicht los. Also wenn man so schnell therapiert werden könnte, wäre, glaube ich, vieles einfacher. So, aber dann wollen wir jetzt mal zu König Adrian. Das sieht gefährlich aus. Egal. Da kommt der nächste Ausgang. Oh, ich kann hier ja noch mehr schreiben, fällt mir gerade auf. Hehe. Muss man ja alles machen hier, ne? Sonst ist es ja zu auffällig, wenn da immer nur Edna steht. So könnte man jetzt denken, dass auch Dr. Marcel hier alles angeschmiert hat. Oder der Barmann. Also zurückgekommen, um mich erneut herauszufordern, wie ich es vorhergesagt habe. Bist du bereit für eine weitere Niederlage? Du bist ermüdend. So. Als wievielter wurdest du beim Sport eigentlich immer ausgewählt? Als Erster. Lügner! Was denn sonst? Und was für ein Haustier hattest du? Einen großen, bissigen Hund. Halt, nein. So ging das nicht. Welche Farbe hatte er? Was soll das hier werden? So eine Art Therapie? Mhm. Na ja... Dann sag du es mir. Welche Farbe hatte er? Das Ding ist, wir wissen, er hat gelogen. Er wurde nämlich als Zweiter beim Sport ausgewählt und hatte eine rote Katze. Deswegen versuchen wir es mal mit Rot. Rot. Wow. Du hast recht. Ich fühle mich plötzlich so verstanden. Und alles ist plötzlich viel klarer. Ja. Ich wurde zweimal hintereinander von ein und demselben Blitz getroffen. Wie auch immer das funktioniert. Und aus Hilflosigkeit habe ich eine Kontrollpsychose entwickelt. Ich sollte es wohl lieber ruhig angehen lassen. Nicht alles muss meine Kontrolle unterliegen.
Okay. Danke. Du hast mir sehr geholfen. Okay, dann probieren wir doch jetzt mal die Goldmedaille von ihm zu kriegen. Ich will es noch einmal versuchen. So sei es. Kopf oder Zahn? Kopf. Tatsächlich. Kopf. Jetzt ich. Ich tippe auf. Ah. Was ist das? Ha-ha-ha. Das kann nicht sein. Ha-ha-ha-ha. Es ist Kopf. Was hat das zu bedeuten? Naja, zuallererst bedeutet es wohl, Edna ist the King. Edna ist the King. King, 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 King. Gib mir die Medaille, du Kanaille. Dein Thron gehört jetzt mir. Wow, die Medaille ist tatsächlich aus echtem Gold. Ja, wir haben jetzt die Medaille. Wie es mit der Medaille weitergeht, das werden wir uns in der nächsten Folge anschauen. Weil, ihr habt ja schon gemerkt, ich versuche das so ein bisschen thematisch abzugrenzen. Ich mache die Folgen auch relativ kurz. Hat einfach damit zu tun, dass ich so kleine, passige Kapitel haben möchte. Also wenn ihr, wie gesagt, noch ein bisschen über die Therapien und die Psychosen, Probleme von den anderen Insassen hier erfahren wollt, schreibt es in die Kommentare. Würde mich interessieren, ob ihr es wissen wollt. Wenn nicht, dann auch egal. Ist nicht so schlimm. Ich glaube, die brauchen wir auch tatsächlich gar nicht. Wäre eigentlich mehr so eine... Ja, ist ganz nett zu wissen. Ja, ich kritzel hier schon wieder rum, ich weiß. Sehr schön. Okay, ach siehste, ich habe selber noch gar nicht unterschrieben. Das geht ja nicht. Okay, ja, also, so viel dazu. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dahin bleibt gesund und schaut doch vielleicht in die anderen Kanalvideos vom Heinrich rein, wenn ihr es nicht sowieso schon tut, und liken, kommentieren etc. Ihr kennt ja das ganze Gedöns. Also, bis dann. Ciao!